Also mich hat am meisten überrascht, dass diese Häfen, in denen so viele Leute arbeiten, zum Beispiel hier in Duisburg, 20.000, 21.000, 22.000 direkt im Hafen Beschäftigte und insgesamt nochmal 40, 45.000 Arbeitsplätze, die da dranhängen. Das ist ja richtig viel. Aber wenn man unterwegs ist in diesem Hafen, dann sieht man kaum Leute. Das ist alles so unsichtbar. Und wir wissen bei einigen ungefähr, was sie machen. Wir wissen, was Containerbrückenfahrer machen. Aber viele Arbeiten kennen wir nicht, viele sehen wir nicht. Wir wissen nicht, was in den Logistikhallen passiert. Und ich glaube, dass auch viele Leute, die darin arbeiten, wenig in Berührung kommen mit anderen Kolleginnen und Kollegen in den anderen Firmen, die auf diesem Hafengelände sich befinden und arbeiten. Das ist alles schwierig, Verbindungen herzustellen untereinander und gemeinsam Interessen zu vertreten. Einer der Gründe für diese Reise war, dass wir in diese Blackbox moderne Hafenlogistik ein bisschen hineingucken wollten und auch die Möglichkeit geben wollten, sozusagen herauszugucken, um Leuten, mit denen wir hier sprechen, Beschäftigten, Gewerkschafterinnen, Gewerkschaftern, über die Informationen, die wir zusammensammeln, auch einen Austausch an Informationen zu bekommen, Informationen über die Bedingungen an anderen Hafenstandorten und vielleicht sie auch ein bisschen zu ermutigen, untereinander stärker den Kontakt zu pflegen, den direkten Kontakt von Beschäftigten, Gewerkschaftsaktivistinnen, Aktivisten von Betrieb zu Betrieb. Und das ist, glaube ich, wirklich eine große Aufgabe.